George Orwell, 1984, zweiter Teil, viertes Kapitel. Winston blickte sich in dem schäbigen kleinen Zimmer über Mr. Charringtons Laden um. Neben dem Fenster war das riesige Bett mit zerrissenen Wolldecken und einem unbezogenen Kopfkissen aufgemacht. Die altmodische Uhr mit dem 12er-Ziffernblatt tickte auf dem Kaminsims. In der Ecke, auf dem Klapptischchen, schimmerte der Glasbriefbeschwerer, den er bei seinem letzten Besuch gekauft hatte, sanft aus dem Halbdunkel hervor. Auf dem Kaminvorsatz standen ein zerbeulter Blechpetroleumkocher, ein Kessel und zwei Tassen, die Mr. Charrington zur Verfügung gestellt hatte. Winston zündete den Kocher an und setzte Wasser auf. Er hatte einen Briefumschlag voll Victory-Kaffee und ein paar Saccharintabletten mitgebracht. Die Zeiger zeigten auf 20 nach 7. Demnach war es also in Wirklichkeit 19.20 Uhr. Um 19.30 Uhr wollte sie kommen. Verrückt, verrückt, hämmerte sein Herz unaufhörlich. Es war eine bewusste, unverantwortliche, selbstmörderische Verrücktheit. Von allen Verbrechen, die ein Parteimitglied begehen konnte, war keines so unmöglich geheim zu halten wie dieses. Genau genommen war ihm der Gedanke zum ersten Mal wie eine Vision durch den Sinn gegangen, als er den Briefbeschwerer sich in der Platte des Klapptisches spiegeln sah. Wie vorausgesehen hatte Mr. Charrington keine Schwierigkeiten beim Vermieten des Zimmers gemacht. Er war offensichtlich erfreut über die paar Dollar, die ihm das einbringen würde. Auch nahm er keinen Anstoß daran, noch wurde er unangenehm vertraulich, als sich herausstellte, dass Winston das Zimmer für ein Liebesabenteuer benötigte. Stattdessen blickte er unbestimmt vor sich hin und sprach in allgemeinen Wendungen mit einer so zurückhaltenden Miene, dass man das Gefühl hatte, er sei überhaupt so gut wie unsichtbar geworden. Unter sich zu sein, meinte er, sei etwas sehr Schätzenswertes. Jeder Mensch sollte ein Plätzchen haben, wo er gelegentlich zu zweit allein sein könne. Und wenn der Betreffende ein solches Plätzchen gefunden habe, so sei es nur eine ganz gewöhnliche Anstandspflicht jedes anderen, sein Wissen darüber für sich zu behalten. Er fügte sogar hinzu, und dabei schien er sich vollends in nichts aufzulösen, dass das Haus zwei Eingänge habe, von denen einer durch den Hinterhof hinaus auf ein Seitengässchen führe. Draußen vor dem Fenster sang jemand. Winston lugte unter dem Schutz des Musselinvorhangs hinaus. Es war nur ein tiefer Traum, ging wie ein Apriltag vorbei, aber sein Blick war leerer Schaum, brach mir das Herz entzwei. Das Lied wurde während der letzten Wochen von ganz London geträllert. Es war einer von zahlreichen ähnlichen Schlagern, die für die Proles von einer Unterabteilung der Fachgruppe Musik herausgegeben wurden. Der Wortlaut dieser Lieder wurde ohne jedes menschliche Zutun von einem sogenannten Versifikator zusammengestellt. Aber die Frau sang so melodiös, dass aus diesem fürchterlichen Blödsinn beinahe ein hübsches Liedchen wurde. Er konnte den Gesang der Frau und das Scharren ihrer Schuhe auf den Steinplatten hören, die Rufe der Kinder auf der Straße und irgendwo in weiter Ferne das leise Dröhnen des Verkehrs. Und doch schien ihm das Zimmer merkwürdig still, weil es keinen Televisor enthielt. Verrückt, verrückt, dachte er von Neuem. Es war unvorstellbar, dass sie diesen Treffpunkt länger als ein paar Wochen benutzen konnten, ohne ertappt zu werden. Aber die Versuchung, einen Unterschlupf zu haben, der wirklich ihnen gehörte, unter einem festen Dach und leicht erreichbar, war für sie beide zu groß gewesen. Nach ihrem letzten Treffen im Glockenturm ließ sich eine Zeit lang kein Stelldichein ermöglichen. Die Zahl der Arbeitsstunden war im Hinblick auf die kommende Hasswoche radikal heraufgesetzt worden. Sie fand erst in mehr als einem Monat statt, aber die damit verbundenen umfangreichen und vielfältigen Vorbereitungen bürdeten jedermann Sonderarbeit auf. Endlich gelang es den beiden, sich am selben Tag einen freien Nachmittag zu verschaffen. Sie waren übereingekommen, wieder zu der Waldlichtung zu gehen.
Am Abend vorher trafen sie sich kurz auf der Straße. Wie gewöhnlich sah Winston Julia kaum an, als sie in der Menge aufeinander zusteuerten, aber nach dem kurzen Blick, den er ihr zuwarf, kam es ihm so vor, als sei sie bleicher als gewöhnlich. »Es ist nichts damit«, murmelte sie, sobald sie es für ungefährlich hielt, zu sprechen. »Mit morgen, meine ich.« »Wieso?« »Morgen Nachmittag. Ich kann nicht kommen.« »Warum nicht?« »Das Übliche. Es ist diesmal zu früh losgegangen.« Einen Augenblick lang packte ihn heftiger Ärger. Während der Monate ihrer Bekanntschaft hatte sich seine Einstellung zu ihr geändert. Anfangs hatte nur wenig echte Sinnlichkeit mitgespielt. Ihr erstes intimes Beisammensein war für ihn lediglich eine Willensanstrengung gewesen. Aber nach dem zweiten Mal war es anders geworden. Der Duft ihres Haares, der Geschmack ihres Mundes, die Berührung ihrer Haut schienen ihn ganz und gar, ja selbst die ihn umgebende Atmosphäre durchdrungen zu haben. Sie war für ihn ein körperliches Bedürfnis geworden, etwas, das er nicht nur brauchte, sondern worauf er ein Recht zu haben meinte. Als sie nun sagte, sie könne nicht kommen, hatte er das Gefühl, von ihr betrogen zu werden. Aber gerade in diesem Augenblick wurden sie im Gedränge aneinander gepresst und ihre Hände fanden sich wie zufällig. Sie versetzte seinen Fingerspitzen einen raschen Druck, der nicht um Begehren, sondern um Liebe bat. Ihm wurde bewusst, dass eine solche Enttäuschung beim Zusammenleben mit einer Frau eine normale, immer wiederkehrende Erscheinung sein musste. Und plötzlich empfand er eine tiefe Zärtlichkeit, wie er sie vorher nicht für sie gefühlt hatte. Er wünschte, sie wären ein altes, seit 10 Jahren verheiratetes Ehepaar. Er wünschte, er ginge mit ihr, wie eben jetzt, durch die Straßen, aber offen und ohne Angst, um sich dabei über alltägliche Dinge zu unterhalten und alles Mögliche für den Haushalt einzukaufen. Vor allem aber wünschte er, sie hätten ein Fleckchen Erde, wo sie allein miteinander sein konnten, ohne die Verpflichtung zu fühlen, bei jedem Zusammensein gleich ins Bett gehen zu müssen. Nicht gerade in diesem Augenblick, aber irgendwann im Laufe des folgenden Tages war ihm der Gedanke gekommen, Mr. Charringtons Zimmer zu mieten. Als er Julia diesen Vorschlag machte, hatte sie mit unerwarteter Bereitwilligkeit zugestimmt. Sie wussten beide, dass es ein Wahnsinn war. Es war, als täten sie beide absichtlich einen Schritt näher an ihr Grab heran. Während er wartend auf dem Bettrand saß, dachte er von Neuem an die Kellergewölbe des Liebesministeriums. Es war merkwürdig, wie einem dies unausweichliche Schicksal immer wieder ins Bewusstsein kam. Da lag es nun auf der Lauer als sichere Vorbestimmung. Ein Vorspiel des Todes, auf das man mit 99% Wahrscheinlichkeit rechnen konnte. Man konnte ihm nicht entrinnen, aber man konnte es vielleicht hinausschieben. Und doch legte man es stattdessen immer wieder darauf an, durch eine bewusst gewollte Handlung den Aufschub zu verkürzen. In diesem Augenblick vernahm er einen raschen Schritt auf der Treppe. Julia kam ins Zimmer gestürzt. Sie trug eine Werkzeugtasche aus derbem, braunem Segeltuch, mit der sie manchmal im Ministerium hatte hin und her laufen sehen. Er sprang auf, um sie in seine Arme zu schließen, aber sie befreite sich ziemlich hastig, zum Teil wohl, weil sie noch immer die Werkzeugtasche hielt. »Nur eine Sekunde«, sagte sie, »lass dir nur eben zeigen, was ich mitgebracht habe. Hast du was von diesem schauerlichen Victory-Café mitgebracht?« »Das dachte ich mir. Du kannst ihn wegschmeißen. Den brauchen wir nicht. Da, schau her!« Sie ließ sich auf die Knie nieder, klappte die Tasche auf und warf ein paar Schraubenschlüssel heraus, die oben auflagen. Darunter kam eine Anzahl säuberlich in Papier gewickelter Päckchen zum Vorschein. Das erste Päckchen, das sie Winston reichte, fühlte sich merkwürdig und doch irgendwie bekannt an. Es war mit einer schweren, feinkörnigen Masse angefüllt, die bei der Berührung jedem Druck nachgab. »Doch nicht etwa Zucker?« fragte er. »Echter Zucker, kein Saccharin, sondern Zucker. Und hier ist ein Laib Brot, richtiges Weißbrot, nicht unser elender Dreck. Und ein Töpfchen Marmelade, und da ist eine Dose Milch. Aber jetzt pass auf, darauf bin ich wirklich stolz. Ich musste es in ein Stück Sackleinwand einwickeln, weil...« Aber sie brauchte ihm nicht zu sagen, warum sie es eingewickelt hatte. Der Duft erfüllte bereits das Zimmer.
Ein reicher, würziger Duft, der wie ein Hauch aus seiner Kindheit war, dem er aber auch heute noch begegnete, wenn er manchmal durch eine Gasse zog, ehe irgendeine Tür ins Schloss fiel oder in einer verkehrsreichen Straße in der Luft hing, einem einen Augenblick in die Nase stieg und sich dann wieder verflüchtigte. »Kaffee«, murmelte er. »Echter Kaffee. Es ist Kaffee für die innere Partei. Ich habe ein ganzes Kilo davon mit«, sagte sie. »Wie bist du zu all diesen Dingen gekommen?« »Es sind alles Sachen für die innere Partei. Es gibt nichts, was diese Schweine nicht haben. Einfach nichts. Aber natürlich klauen die Kellner, die Dienstboten und die Angestellten. Und schau her, ich habe auch ein Päckchen Tee.« Winston hatte sich eben niedergehockt. Er riss eine Ecke des Päckchens auf. »Echter Tee, keine Brombeerblätter.« »Es gab in letzter Zeit haufenweise Tee. Sie haben Indien erobert oder sowas ähnliches«, sagte sie beiläufig. »Aber hör zu, Liebster, tu mir den Gefallen und dreh dich 3 Minuten um. Geh und setz dich auf die andere Seite vom Bett. Tritt nicht zu nah ans Fenster. Und dreh dich nicht um, ehe ich dir es nicht sage.« Winston starrte versunken durch den Musselinvorhang hindurch. Unten im Hof ging die Frau mit den geröteten Armen noch immer zwischen dem Waschzuber und der Wäscheleine hin und her. Sie nahm gerade wieder 2 Klammern aus dem Mund und sang mit gefühlvoller Stimme. »Man sagt, die Zeit heile alles. Es heißt, man kann alles vergessen. Aber vom Schmerz meines Falles, von dem bleib ich ewig besessen.« Sie schien das ganze törichte Lied auswendig zu können. Ihre Stimme schwebte sehr melodisch mit dem lauen Sommerlüftchen daher, von einer Art glücklicher Melancholie erfüllt. Man hatte das Gefühl, es hätte der Frau nichts ausgemacht, wenn der Juniabend nie ein Ende gehabt und der Wäschevorrat unerschöpflich gewesen wäre und wenn sie 1000 Jahre so weitermachen konnte, Kinderwindeln aufhängen und kitschige Lieder singen. Dabei fiel ihm ein, dass er merkwürdigerweise nie ein Parteimitglied allein und spontan hatte singen hören. Es hätte sogar ein wenig unorthodox, wie eine gefährliche Schrullenhaftigkeit gewirkt, so als ob man Selbstgespräche führte. Vielleicht mussten die Menschen erst nahe am Verhungern sein, um für sich allein singen zu können. »Jetzt darfst du dich umdrehen«, sagte Julia. Er drehte sich um und hätte sie eine Sekunde lang fast nicht erkannt. Eigentlich hatte er erwartet, sie nackt vor sich zu sehen. Aber sie war nicht nackt. Ihre Verwandlung war viel erstaunlicher. Sie hatte sich geschminkt. Sie musste in einen Laden in den Prolesvierteln geschlüpft sein und eine ganze Ausrüstung von Toilettartikeln gekauft haben. Ihre Lippen waren tiefrot. Ihre Wangen bedeckte ein Hauch von Rouge. Ihre Nase war gepudert. Sogar unter die Augen war irgendetwas getupft, das sie glänzender erscheinen ließ. Es war nicht sehr geschickt gemacht, aber Winstons Ansprüche in diesen Dingen waren keineswegs hochgeschraubt. Er hatte nie zuvor ein weibliches Parteimitglied geschminkt gesehen oder es sich auch nur geschminkt vorstellen können. Julias Erscheinung hatte sich in verblüffender Weise verschönt. Mit nur wenigen Farbstrichen an den richtigen Stellen war sie nicht nur sehr viel hübscher, sondern vor allem viel weiblicher geworden. Ihr kurzes Haar und der knabenhafte Trainingsanzug erhöhten nur die Wirkung. Als er sie in seine Arme schloss, stieg ihm eine Welle synthetischen Veilchendufts in die Nase. Er erinnerte sich an das Halbdunkel einer Wohnküche im Erdgeschoss und an die schwarze Mundhöhle einer Frau. Genau das gleiche Parfum hatte sie benutzt, aber im Augenblick schien das nichts auszumachen. »Parfum auch«, rief er aus. »Ja, Liebster, auch Parfum. Und weißt du, was ich als nächstes mache? Ich versuche irgendwo einen richtigen Frauenrock aufzutreiben und ziehe mir anstatt dieser scheußlichen Hosen an. Ich werde seidene Strümpfe tragen und Schuhe mit hohen Absätzen. In diesem Zimmer will ich eine Frau sein, keine Parteigenossin.« Sie streiften ihre Kleider ab und stiegen in das riesige Mahagonibett. Er zog sich zum ersten Mal in ihrer Gegenwart ganz aus. Bisher hatte er sich zu sehr seines bleichen, mageren Körpers mit den an den Waden hervortretenden Krampfadern und dem entfärbten Fleck über seinem Fußknöchel geschämt.
Das Bett hatte keine Laken, aber die Wolldecke, auf der sie lagen, war dünn und weich. Und die Größe und Federung des Bettes erstaunte sie beide. »Es wimmelt sicher von Wanzen, aber wen kümmert das schon?«, sagte Julia. Man sah heutzutage nirgendwo Doppelbetten, außer in den Wohnungen der Proles. Winston hatte in seiner Knabenzeit gelegentlich in einem geschlafen. Julia hatte noch nie zuvor in einem gelegen, soweit sie sich erinnern konnte. Sie sanken gleich für eine Weile in Schlummer. Als Winston aufwachte, waren die Zeiger der Uhr bis fast auf 9 vorgerückt. Er rührte sich nicht, denn Julia schlief noch, ihren Kopf in der Biegung seines Armes gebettet. Der größte Teil der Schminke hatte sich auf sein Gesicht und das Kissen übertragen, aber ein zarter, roter Fleck betonte noch immer die Schönheit ihrer Wange. Ein goldgelber Strahl der untergehenden Sonne glitt über das Bettende und fiel auf den Kocher, auf dem das Wasser lebhaft sprudelte. Drunten im Hof hatte die Frau zu singen aufgehört, aber gedämpfte Kinderrufe drangen von der Straße herein. Er fragte sich verschwommen, ob es wohl in der verpönten Vergangenheit ein normales Erlebnis gewesen war, als Mann und Frau so in der Kühle des Sommerabends unbekleidet im Bett zu liegen, der Liebe zu frönen, wenn man Lust dazu verspürte, zu sprechen, was einem gerade einfiel, nicht zum Aufstehen gezwungen zu sein, sondern einfach da zu liegen und den friedvollen Geräuschen von draußen zu lauschen. Konnte es einmal eine Zeit gegeben haben, wo das selbstverständlich schien? Julia erwachte, rieb sich die Augen und richtete sich auf den Ellenbogen auf, um nach dem Petroleumkocher zu sehen. »Das halbe Wasser ist verkocht«, sagte sie. »Ich stehe gleich auf und mache Kaffee. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Wann wird in eurem Block das Licht ausgeschaltet?« »Um 23.30 Uhr.« »Im Heim um 23 Uhr, aber man muss schon früher zu Hause sein, weil...« »Ah, mach, dass du wegkommst, du Biest!« Sie machte plötzlich eine Drehung im Bett, hob einen Schuh vom Boden auf und warf ihn wuchtig mit einer jungenhaften Armbewegung in die Ecke, mit der gleichen Bewegung, mit der er sie an jenem Vormittag während der 2-Minuten-Hass-Sendung das Wörterbuch nach Goldstein hatte schleudern sehen. »Was ist los?«, fragte er erstaunt. »Eine Ratte! Ich sah, wie sie ihre ekelhafte Schnauze hinter der Holzleiste hervorstreckte. Dort drüben ist ein Loch, jedenfalls habe ich einen tüchtigen Schrecken eingejagt.« »Ratten«, murmelte Winston. »In diesem Zimmer.« »Sie treiben sich überall herum«, sagte Julia gleichgültig, während sie sich wieder hinlegte. »Im Heim haben wir sogar welche in der Küche. In manchen Teilen Londons wimmelt es von ihnen. Wusstest du, dass sie an kleine Kinder herangehen?« »Doch, bestimmt, das tun sie. In manchen von diesen Straßen wagen die Frauen, ihre Kinder nicht 2 Minuten allein zu lassen. Die großen Braunen machen das. Und das Scheußlichste ist, dass die Biester...« »Hör auf«, sagte Winston, die Augen fest geschlossen. »Liebster, du bist ja ganz blass geworden. Was fehlt dir? Wird dir von ihnen schlecht?« »Von allen Scheußlichkeiten der Welt sind Ratten...« Sie presste sich eng an ihn und umschlang ihn mit ihren Gliedern, wie um ihn mit der Wärme ihres Körpers zu beruhigen. Er öffnete die Augen nicht gleich wieder. Ein paar Augenblicke lang hatte er das Gefühl gehabt, von Neuem in den Angsttraum versetzt zu werden, der ihn sein ganzes Leben lang hindurch von Zeit zu Zeit verfolgt hatte. Es war immer so ziemlich dasselbe. Er stand vor einer Mauer aus Dunkelheit, jenseits derer etwas Unerträgliches lauerte, etwas, das zu schrecklich war, um seinen Anblick noch erträglich sein zu lassen. Im Traum war dabei sein tiefstes Gefühl immer, dass er sich etwas vormachte, dass er in Wirklichkeit genau wusste, was hinter der dunklen Mauer war. Mit einer ungeheuren Anstrengung, als reiße er sich ein Stück aus dem eigenen Gehirn, hätte er das Verborgene sogar ans Licht zerren können. Er wachte immer auf, ohne zu erfahren, was es eigentlich war. Aber irgendwie hing es damit zusammen, wovon Julia gesprochen hatte, als er sie unterbrach. »Verzeih«, sagte er, »es ist nichts. Ich kann nun einmal Ratten nicht ausstehen, das ist alles.« »Mach dir keine Sorgen, Liebster. Wir werden die elenden Biester hier nicht hereinlassen. Ich werde das Loch mit etwas Sackleinen zustopfen, bevor wir gehen. Und wenn wir das nächste Mal herkommen, bringe ich Gips mit und schmiere es ordentlich zu.« Schon war der dunkle Augenblick der Panik halb vergessen.
Etwas beschämt über sich selbst setzte er sich auf, gegen das Kopfteil des Bettes gestützt. Julia stand auf, zog ihren Trainingsanzug an und machte den Kaffee. Der aus dem Topf aufsteigende Duft war so stark und betäubend, dass sie die Fenster schlossen, damit niemand draußen es merken und vielleicht neugierig werden konnte. Doch fast noch besser als der Geschmack des Kaffees war die seidige Weiche, die ihm der Zucker verlieh. Etwas, das Winston nach Jahren des Saccharins nahezu vergessen hatte. Eine Hand in der Tasche, in der anderen ein Marmeladebrot, ging Julia im Zimmer umher, betrachtete gleichgültig das Büchergestell, zeigte ihm, wie man den Klapptisch am besten reparieren könnte, ließ sich in den abgenutzten Lehnstuhl fallen, um zu sehen, ob er bequem war, und untersuchte mit einem nachsichtigen Lächeln die komische zwölfziffrige Uhr. Sie brachte den gläsernen Briefbeschwerer herüber ans Bett, um ihn bei besserem Licht betrachten zu können. Er nahm ihn ihr aus der Hand, wie immer fasziniert von der gedämpften, regenwasserartigen Beschaffenheit des Glases. »Wozu ist das deiner Ansicht nach?«, fragte Julia. »Ich glaube, es hat kein Wozu. Ich meine, ich glaube nicht, dass es jemals einem Zweck gedient hat. Das mag ich so gerne daran. Es ist ein Stückchen Geschichte, das sie zu verfälschen vergessen haben. Es ist, wenn man sie zu lesen versteht, eine Botschaft aus der Zeit vor 100 Jahren.« »Und dieses Bild dort drüben?« Sie deutete mit dem Kopf nach dem Stich an der gegenüberliegenden Wand. »Ist das auch 100 Jahre alt?« »Noch mehr. 200, würde ich sagen. Man weiß es nicht. Man kann heutzutage unmöglich das Alter irgendeiner Sache feststellen.« Sie ging hinüber, um es näher zu betrachten. »Da hat das Biest seine Nase herausgesteckt und versetzte gerade unter dem Bild der Holzleiste einen Tritt.« »Was ist das für ein Gebäude? Ich habe es schon irgendwo gesehen.« »Eine Kirche. Jedenfalls war es früher eine. St. Clement's Dane hieß sie.« Die Verszeile, die Mr. Charrington ihm gelehrt hatte, fiel ihm wieder ein, und er fügte halb sehnsüchtig hinzu, »Oranges and lemons say the bells of St. Clement's.« Zu seinem Erstaunen ergänzte sie den Reim, »You owe me 3 farthings, say the bells of St. Martin's. When will you pay me, say the bells of Old Bailey?« Ich weiß nicht, wie es danach weitergeht, aber jedenfalls erinnere ich mich, wie es schließt. Here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head. Es war wie die 2 Stichworte eines Erkennungszeichens. Aber es musste nach The Bells of Old Bailey noch ein anderer Vers kommen. Vielleicht konnte man ihn aus Mr. Charringtons Erinnerung ausgraben, wenn er gerade in der richtigen Stimmung war. »Wer hat dir das beigebracht?«, fragte er. »Mein Großvater. Er sagte es mir immer vor, als ich ein kleines Mädchen war. Er wurde vaporisiert, als ich 8 Jahre alt war. Jedenfalls verschwand er spurlos.« »Ich würde gern wissen, was eine Zitrone ist«, fügte sie sprunghaft hinzu. »Orangen habe ich gesehen. Das sind so runde, gelbe Früchte mit einer dicken Schale.« »Ich kann mich auch noch an Zitronen erinnern«, sagte Winston. »Sie waren in den 50er Jahren etwas ganz Gewöhnliches. Sie waren so sauer, dass schon allein beim Riechen der Mund zusammengezogen wurde.« »Ich wette, hinter diesem Bild sind Wanzen«, sagte Julia. »Ich werde es gelegentlich herunternehmen und tüchtig sauber machen.« »Ich glaube, es ist langsam Zeit zum Aufbrechen. Ich muss anfangen, mir diese Schminke abzuwaschen. Wie schade. Hinterher werde ich dir den Lippenstift vom Gesicht abwischen.« Winston blieb noch ein paar Minuten länger liegen. Im Zimmer wurde es immer dunkler. Er drehte sich dem Lichte zu und starrte auf den gläsernen Briefbeschwerer. Das unerschöpflich Interessante daran war nicht so sehr das Stück Koralle als das Innere des Glases selbst. Es hatte eine solche Tiefe, dabei war es fast so durchsichtig wie Luft. Es war, als wäre die Oberfläche des Glases die Himmelskuppel, die eine winzige Welt mit ihrer ganzen Atmosphäre einschloss. Er hatte das Gefühl, als könnte er in sie hineintreten. Ja, als lebe er in Wirklichkeit darin, zusammen mit dem Mahagonibett und dem Klapptisch, der Uhr, dem Stahlstich und dem Briefbeschwerer selbst. So glich der Briefbeschwerer dem Zimmer, in dem er sich befand, und die Koralle seinem Leben
und dem Julias, das im Herzen des Kristalls gleichsam wie für die Ewigkeit im Panzer lag. Oh.